Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Reptile Whisperer. Ich bin Susanna und heute gibt es noch mal eine kleine Bastelstunde für euch. Ich bin jetzt gerade dabei, hier eines meiner Aquarien, Schrägstrich Terrarien, umzubauen. Also dieses Terrarium, was ihr hier seht, das war ursprünglich mal, ja, vor Jahrzehnten ein Aquarium von meinen Schildkröten. Dann habe ich das umgebaut für meine Rotaugen-Buschkrokodile. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die kommen in ein anderes Terrarium rein. Hab dann gedacht, komm, werf es mal noch nicht weg. Vielleicht kannst du es noch mal benutzen. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe die Frontscheibe von dem Aquarium einfach rausgeschnitten, habe einen Holzrahmen gebaut für das Glas, damit ich dann auch Schiebescheiben einbringen kann. Und jetzt soll die Kiste für meine Babyboas dann sein. Ich habe das vor einiger Zeit schon angekündigt, dass ich mir noch ein paar Boas hole. Ursprünglich wollte ich mir ein adultes Pärchen von, ja, Boa Constrictor, holen. Brasilien, die Lokalität, und da auch eine Blutlinie, die relativ klein bleibt. Hat sich jetzt alles ein bisschen was verworfen. Es hat sich was für mich ergeben, was einfach unterm Strich für mich mehr Sinn macht. Und zwar werde ich mir, weil das wirklich die Konstriktoren sind, die ich schon seit Ewigkeiten haben möchte und schon ewig drauf warte, dass ich mir da 1.2 hole. Ich habe jetzt von einem Züchter die Möglichkeit, zwei Männchen zu bekommen und von einem anderen dann das passende Weibchen dazu. Ja, Ziel ist es jetzt erstmal, hier diese Kiste fertig zu machen. Da kommen dann erstmal die zwei Männchen rein. Und für das Weibchen habe ich dann noch ein separates Terrarium. Ja, wie ihr sehen könnt, mache ich jetzt hier gerade die Führungsschienen dran. Und als nächstes muss ich dann noch den Deckel anbringen, denn es war ja ein Aquarium. Das hat natürlich keinen Deckel und den ich für die Buschkrokodile gebaut habe, ist jetzt nicht mehr passend für meine Schlangen, weil ich jetzt auch ein Heatpanel hier reinbauen muss und natürlich auch noch eine Beleuchtung. Und da macht es einfach Sinn, einen Holzdeckel dann zu bauen. Ich habe da jetzt einfach eine ganz normale Möbelbauplatte geholt. Und ja, die werden wir dann gleich noch kurz bearbeiten, dass ich da die Kabel durchführen kann und auch die ganzen Sachen anbringen kann. Und dann wird das einfach hier oben dann festgeklebt und dann bin ich im Prinzip schon fertig. Ich warte noch auf das Glas, das ist bestellt, und dann richten wir die Kiste ein. Mittlerweile habe ich jetzt die Lampe und das Heatpanel angebracht und jetzt habe ich auch gerade schon ein paar Pflanzen vorbereitet. Ich habe auch noch nicht den Deckel hier dran geklebt, einfach damit ich jetzt hier einfacher hantieren kann. Und ihr werdet es noch sehen im nächsten Vlog. Ich bin im Moment hier alles am Umräumen und ja, das Terrarium wird auch nicht hier stehen bleiben, wo es gerade steht. Und ja, ich klebe den Deckel dann erst fest, wenn das dann endgültig steht. Das ist dann einfacher zu transportieren, wiegt ein bisschen weniger. Und soll ich mir jetzt da den Stress machen, das festkleben? Vor allen Dingen steht das jetzt gerade höher, da muss ich da rumtun, da habe ich keine Lust zu. So viel dazu. Wir werden das Terrarium jetzt hier grob einrichten. Ich wollte eigentlich auch noch ein paar Äste hier reinmachen, habe aber eben mal so ein bisschen hin und her überlegt. Also das Terrarium wird nicht lange bewohnt sein, ne? Ich bin im Moment ja am Umräumen, wie ich gesagt habe. Und im Zuge dessen baue ich gerade für meine zwei vorhandenen Boas ein größeres Terrarium. Das zeige ich euch dann alles noch. Und ja, dann wird halt das, was hier drunter steht, da wo mein kleiner Gerald gerade drin ist, das wird dann frei werden. Und das ist halt ein bisschen größer als dieses hier. Deswegen werden die dann auch umziehen, wenn die beiden Boas dann gekommen sind. Und ja, aber es dauert halt noch ein bisschen was. Deswegen konnte ich jetzt nicht es komplett lassen hier mit dem Becken. Ja, und ich wollte die Tiere jetzt auch nicht irgendwie eine Box oder so leben lassen. Ich meine, die kommen erst in Quarantäne, ja, aber ja, keine Ahnung, sollen trotzdem ein schönes Terrarium haben, auch wenn es nur für den Übergang ist. Vor allen Dingen, ich habe es ja hier schon gehabt, ich musste ja nur ein paar Sachen ändern und das hat mich ja jetzt nicht so viel Arbeit gekostet und Zeit, von daher. Und man kann es ja immer noch gebrauchen. So, jetzt gucken wir mal. Ich werde hier alles mit Philodendron und Efeutute machen. Das sind einfach die stabilsten Pflanzen. Ich meine, die sind jetzt nicht so groß, die beiden Boas, die ich da bekomme. Aber die können ja trotzdem schon mal hier rüber robben. Und ja, dann soll die Pflanze natürlich nicht direkt kaputt gehen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie ich das jetzt hier gedeichselt bekomme. Ist mal ein bisschen blöd, wenn die Kamera im Weg ist. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, also die Tierchen, die ich bekomme, die sind von, lass mich überlegen, Oktober letzten Jahres. Das heißt, die sind jetzt auch schon in einem guten Zustand, haben gut gefuttert, sind schon schön gewachsen und ja, ist eigentlich das perfekte Alter, um sich dann so eine kleine Boa zu holen, weil so die schlimme Phase vorbei ist und ja, ich freue mich auf jeden Fall. So, jetzt werde ich aber trotzdem am Boden noch ein paar Pflanzen verteilen und damit die Überlebenschancen ein bisschen höher sind,
habe ich hier noch so eine coole, ich zeige es euch mal, Schale von einer Kokosnuss. Also hier war eigentlich die Kokosnuss drin und ja, da werde ich jetzt Erde reinmachen und dann stecke ich die Efeutute hier durch und dann können die da drüber gehen, aber da sind die Wurzeln auf jeden Fall geschützt und ja, ich habe dann auch die Möglichkeit, hier so ein bisschen Erde reinzumachen. Und da kommt ja sonst überall gleich Kokoschips hin. Das benutze ich bisher bei meinen Schlangen ausschließlich. Irgendwann werde ich wahrscheinlich mal den Weg gehen, dass ich richtig bioaktiv gehe mit Erde und so weiter. Aber das mache ich erst, wenn ich eine Terrariengröße habe, wo man das auch vernünftig umsetzen kann. Also in den kleinen Terrarien, was soll ich denn dann anfangen? Da großartig jetzt ja, mit Bodenpolizei und so anzufangen. Ich habe zwar Springschwänze hier drin, die habe ich immer grundsätzlich drin. Einfach um ja, das Schimmelrisiko zu minimieren, aber ich habe jetzt keine Asseln oder sowas hier drin. Und ich habe das ja auch schon mal im Video von dem Königspython-Terrarium erzählt, dass ich da so ein bisschen bei den Schlangen Mittelweg gehe zwischen klinischer Haltung und kompletter Urwald. Also mir ist es wichtig, dass ja, die Tiere so ein bisschen Enrichment haben. Also ich habe auch überall eine Rückwand drin, ne? Ich habe jetzt nicht einfach nur ein weißes Terrarium, das finde ich ganz schrecklich persönlich, weil ja, allein wie das Licht da reflektiert, das ist, also ich stelle mir das als totale Blendung vor, muss ich nicht haben. Und wie gesagt, es gibt auch noch mal so ein bisschen, ja, das, ich denke mal so ein bisschen dieses Feeling für die Schlange, dass die sich auch ein bisschen wohler fühlt, einfach weil das alles schön gemütlich ist. Und wie gesagt, ich habe ja auch überall Pflanzen drin, die haben ja dann noch den Vorteil, dass die Luftfeuchtigkeit hochgehalten wird, was dem Tier ja auch zugute kommt. Und ansonsten habe ich ja auch schon Kork und sowas immer drin, dass sie ein bisschen rumklettern können, was sie auch machen. Und ja, ich finde halt, wenn man dem Tier dann schon so einen begrenzten Lebensraum gibt, dann sollte man vielleicht so ein bisschen auch dafür sorgen, dass die Tiere stimuliert werden. Ich finde das dann nicht so toll, wenn die Tiere da, ja, bevorratet werden, wie so ein Lebensmittel, was irgendwie konserviert wird. Und nee, deswegen hier gehe ich so ein bisschen den Mittelweg. Wenn ich dann irgendwann die großen Terrarien baue, werde ich das auch filmen. Das wird dann auf jeden Fall bioaktiv. Da könnt ihr euch dann schon drauf freuen, wie ich das mache. Zum Beispiel würde ich das da hinten in der Ecke auch noch was hinpacken. Ich habe hier noch einen Ableger von der Efeutute und ich habe hier noch so eine Kokosnussschale. Da mache ich das gleich jetzt wie mit dem anderen Teil, dass ich da ein bisschen Erde reinmache, damit ich da zumindest ein bisschen die Chance hat, dass die Efeutute gut wurzelt, bevor die Tiere hier reinkommen und die dann eventuell zerrupfen, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Wie gesagt, mein Königspython ist da auch sehr entspannt und bei den anderen Boas, die ich bisher habe, da läuft das auch. Also ist nicht so, als wären das jetzt Zerstörer, vor allen Dingen in der Größe. Ich meine, wenn die mal größer sind und man hat dann auf einmal so ein 15 bis 20 Kilo Tier da liegen, ja, dann sieht das schon mal anders aus. Aber auch da gibt es, denke ich mal, Optionen. Ich habe mir da auch schon ein bisschen was überlegt, wie ich das dann später machen werde. Ob das funktioniert, werden wir dann sehen. Ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Aber ich werde da nicht aufgeben. Vor allen Dingen eine Efeutute, meine Güte, die kostet ja nichts. Wenn da mal eine kaputt ist, ja, dann hole ich halt eine neue. Also ich glaube auch nicht, dass die das komplett auseinanderrupfen. Dafür sind sie, glaube ich, auch einfach zu gechillt. So. Ich werde jetzt mal die Kokoschips holen, die kommen jetzt so da drunter und dann sind wir auch schon fast fertig. Also das ist jetzt wirklich sehr basic eingerichtet, aber das reicht halt jetzt gerade auch. Ne? Es ist ja nicht für die Ewigkeit und ich denke, das wird schon schön genug sein. So, jetzt habe ich hier ein bisschen rumfriemeln müssen, weil der Block von den Kokoschips hier noch nicht ganz aufgelöst war, aber ich habe es hinbekommen. Und jetzt packen wir hier noch so ein bisschen was Kork rein. Das fand ich ganz hübsch. Packe ich jetzt mal hier drunter, dass die Blätter auch nicht direkt so auf den Boden legen. Vielleicht mache ich es mal so rum. Und ansonsten fehlt jetzt erstmal nur noch die Wasserschale. Ich hätte gerne noch Äste drin gehabt, aber ja, ich habe nichts Passendes gefunden. Und dadurch, dass ich hier diese Rückwand habe mit der Ablage, ja, da können die ja hier auch rumklettern. Und vor allem, ich habe das jetzt so ausgerichtet, hier wird dann das Heatpanel sein. Das heißt, in dem Bereich können die sich dann auch hinlegen und dann sitzen die direkt da drunter. Ne? Hier ist dann die Lampe und ja, ich denke, das passt. So, jetzt schaue ich nur mal. Ich denke mal, ich werde, mache ich das hier hin oder da? Ne, ich packe sie hier hin, die Wasserschale. Auf jeden Fall in der Nähe von der Tür, dass ich das dann täglich sauber machen kann. Ja, das war es dann eigentlich schon. Ich zeige euch das jetzt noch mal im Detail und dann ist das Übergangsterrarium fertig. Hier seht ihr jetzt noch mal den Philodendron scandens. Brasil heißt der.
für die Leute, die es interessiert. Der hat so ein bisschen Gelbanteil, ich finde den immer ganz hübsch. Daneben halt die ganz normale Efeu-Tute, die jeder so kennt. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal das Korkstück, was ich reingetan habe. Da können die sich auch nochmal drunter verstecken, wenn sie Lust haben. Und ansonsten habe ich ja auch hier hinter diesem Aufstieg, hier in der Dunkelheit, das erkennt man jetzt gerade nicht so gut, da können sie im Prinzip sich auch nochmal verstecken. Können dann hier hochschlängeln, wenn sie da Lust drauf haben. Und sich dann hier oben auf der Ablage ja, hinlegen und was Boas halt so machen, liegen, auf Futter warten und ja. Ich bin sehr gespannt, wie die Tiere das annehmen werden und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!